Sie sind hier 28. November 2018, 22.09 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Graziano Rocky Gianni liebäugelte mit einem Comeback im Ring. Urheberrecht Sport 1 Grafik DPA Picture Alliance München. Wollte Graziano Rocky Gianni noch einmal in den Ring steigen? Vor seinem Tod liebäugelt er mit einem großen Kampf und hält das sogar in einem Vertrag fest. Plante Graziano Rocky Gianni vor seinem tödlichen Unfall ein Comeback im Ring? In seiner neuen Biografie Rocky, unbeugsam bis zum letzten Runde, taucht ein Kampfvertrag auf, in dem Rocky nur 20 Tage vor seinem Tod einen Fight gegen Manuel Char unterschrieb. Kampf vs. Manuel Char. Tobias darf in die Ecke und bekommt 10% der Börse von Graziano, heißt es in dem handgeschriebenen Kontrakt. Vereinbart hatte er das Abkommen mit Tobias Dreves, der die Boxabteilung bei Sport 1 leitet. Die deutsche Boxstimme bestätigt Rocky Giannis Vorhaben. Keine Ahnung, ob ein solcher Kampfvertrag am Ende juristisch bindend gewesen wäre. Aber es war mehr als nur eine spontane Idee von Graziano, so Dreves. Der Vertrag, den Graziano Rocky Gianni mit Tobias Dreves aufsetzte, Urheberrecht Sport 1 Rocky Gianni traut sich Kampfzirksweltmeister Rocky Gianni habe bei einer Übertragung am 8. September ordentlich ausgeteilt. Mit 6 Monaten Training traue er sich einen Kampf gegen Manuel Char ohne Probleme zu, erzählte er. Char war zu diesem Zeitpunkt noch Weltmeister im Schwergewicht. Dreves hatte anfangs nicht an die Ernsthaftigkeit der Aussagen geglaubt. Aber später wurde ihm klar, Rocky Gianni meinte das sehr ernst. Immer wieder forderte er Dreves auf, Char anzurufen, um den Kampf zu organisieren. Such dir einen Konditionscoach, dann kümmere ich mich um den Fight, lautete Dreves Antwort. Vertrag auf einem Schmierpapier, da Rocky Gianni nicht locker ließ, kam es schlussendlich zur Niederschrift. Ich kritzelte auf ein Schmierpapier eine herausgerissene Seite eines Notizbuches der DFL, die paar Worte, die als Vertrag dienen sollten, erzählt Dreves. Sein Wunsch, beim Fight mit in die Ecke zu dürfen, wurde berücksichtigt, zu einem Duell kam es nicht mehr. Rocky Gianni kam nur kurze Zeit später im Alter von 54 Jahren bei einem Autounfall in Italien ums Leben. Dreves ist sich sicher, er hätte das durchgezogen. Er sprach immer wieder davon, noch einen großen Kampf machen zu können. Jetzt die Sport 1 App herunterladen. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bär. Mehr.